Heute soll Helenport unter falscher Flagge bekämpft und befreit werden. Mit der aufgehenden Sonne soll es losgehen. Die Pläne stehen bereits und werden jetzt nur noch umgesetzt. Der Rondrianer hat die Nacht über meditiert und Romilly hat sich das ein oder andere etwas rötliche Pulver genehmigt. Feuerschlick. Und damit schreiben wir den 29. Zar früher morgen. Krieg ich den Kapitän irgendwo unter vier Augen gesprochen? Oben bei den Steuerfrauen, weil die Magistra wurde ja verbannt. Epharnaios? Habt ihr in der Gilde, Ja. Epharnaios? Ja, Formalitäten. Was gibt's? Ging gleich an Land. Mir. Ich habe ja gestern, wenn auch vielleicht etwas an der Etikette vorbeigegriffen, ausgedrückt, dass es mir nicht gefällt, dass wir die Geschütze nicht verwenden. Ei. Könnte da unten knapp werden. Nun, ich sag's mal so, sobald die Feinde irgendwelches Dämonengezücht auffahren, denke ich, werden wir die Chancen ausgleichen, indem wir unsere Dämonen benutzen. Ja, dann guckt er sehr bitter, als er das so sagt. Er widert aber erstmal nichts. Ich weiß, Jalan, mir gefällt das auch nicht, aber ich will unsere Männer nicht in den Tod schicken, ohne dass wir alles in unserer Macht Stehende tun. Meint, da verstehen wir uns. Nun gut. Dann will ich mal runtergehen und zusehen, dass alle fertig sind. Gut. Ja. Herdaus wird dann noch einmal ins Unterdeck gehen. Auch wieder darauf achten, dass ihm keiner folgt, aber wahrscheinlich ist eh zu viel Tumult, um ins Heiligtum von Charybdoroth einzutreten. Er wird dort vor dem alten Altar gehen und vor diesem niederknien. Herzogin! Spürst einen Schauer dich überlaufen. Seid ihr hier? Ich erflehe eure Hilfe. Wenn du so mit mir redest, mein Prinz, höre ich dir doch gerne zu. Erheb dich. Uns steht ein Angriff bevor. Und ich brauche mehr Kraft. Ich brauche die Kraft der Ungetüme der Meere, die du kontrollierst. Schenke mir ihre Kraft und ich werde mit ihrer Hilfe den Feind besiegen. Dann tritt an das Herz heran. Kolja wird dich nicht belästigen. Gehe vorsichtig nach vorne und gucke, wie was der Kolja macht. Hab schon ziemlich Respekt vor dem Riesentypen. Ja, einfach regungslos tritt er zwei Schritte beiseite, sodass du dann an das Herz herantreten kannst. Die riesigen Unterwasseradern, die hier pumpen, viele Käfer, die herabregnen, genauso wie das Unwasser. Es ist quasi ein feiner Regen, der dich jetzt hier benetzt. Das Pumpen. Dein Herzschlag passt sich dem Ganzen an. Ich gelobe, dass ich dieser, meiner Arche, dazu verhelfen werde, ihresgleichen zu schaffen, wenn du mich mit deiner Kraft ausstattest. Und fasse ich ans Herz. Schließ die Augen, mein Prinz. Schließ die Augen und trink den Nektar. Trink von der Essenz. Ja, ich beginne dann dieses Herz abzulecken. Ja, das Wasser, das Unwasser strömt in dich hinein. Es ist zäh, schleimig, rinnt durch deinen Körper wie Öl. Und dann, als du die Augen geschlossen hast, spürst du einen stechenden Schmerz, der dich durchflutet, der in deine Arme und Beine hineinstrahlt. Du spürst den Herzschlag, das Pumpen, ein Drücken, ein Ziehen in deinem Körper, durch deine Wirbelsäule. Und als du deine Augen wieder aufmachst, kannst du sehen, wie eine riesige Wurzel direkt aus dem Herz in deinen Bauch geschossen ist und dich durchpumpt. Wie deine Adern schwarz werden, deine Augen schwarz und alles wird rot. Der Vater greift an die Wurzel, aber um sich zu beherrschen, nicht durch diesen Schmerz zurückzutreten, sondern die volle Pumpladung abzubekommen.
Erhebe dich von Neuem, mein Prinz. Ja, Herrin. Damit wird die Wurzel rausgezogen. Du kannst noch einmal die Widerhaken spüren und wie weiteres Fleisch abgefetzt wird. Ich knüpfe wieder meine Rüstung oder mein Gewand zu. Danke, Herrin. Jetzt gilt es, unseren Feind zu besiegen. Aus wird wieder nach oben marschieren. Ich glaube, Romili darf noch einmal Regeneration würfeln. Einen weiteren W6 für das Feuerschlickpulver. Und dann die Frage, was ihr tun wollt. Losmarschieren? Romli sucht definitiv dann auf. Okta, mein Freund, wo seid ihr? Senora, ich habe mich etwas ausgeruht, bevor der große Kampf losgeht. Wunderbar, für dich habe ich eine besondere Aufgabe in diesem Kampf. Komm mal mit. Senora, ich bin der Herr Seefahrer und... ja. Nun, ihr seid Seefahrer und habt hoffentlich eine flinke Zunge für passende Worte. Man blickt ihn dabei ernst an. Senora, selbstverständlich. Ich kenne mich mit der Seele eines Menschen aus und... Wunderbar, genau das brauchen wir. Sisi. Ich hab... Während ich mit ihm rede, lege ich ihm eine Hand auf die Schulter und führe ihn direkt zu den Gefangenen hinunter. Ja, er legt dir auch eine Hand auf die Schulter. Gleich so ein bisschen drüber. Nur mal lieber Uktan. Ich habe vor, die Gefangenen rauszulassen, wenn sie uns hören und im Kampf beizustehen. Deine Aufgabe wird es sein, dafür zu sorgen, dass sie nach Möglichkeit mit Bögen ausgestattet werden und auch Nahkampfwaffen. Alles andere erkläre ich dir dann gleich. Ja, Senora, ist das abgesprochen mit der Kapitän? Das interessiert mich gerade herzlich wenig. Sisi, Senora, ich sehe. Wenn das gelingt, wird alles sich zum Guten wenden, ansonsten ist das mein Problem. Soweit klar? Gut. Comprende. Ja, und dann tritt man vor die Gefängniszellen. Sind die Wachen postiert momentan? Ja, eine ganze Menge. 5 Leute, die sind gerade ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös, weil die auch dann abgezogen werden für den Kampf. Unterhalten sich da wohl und schauen dann erst zu dir und dann bleiben sie wohl aber auf Uktan mit den Augen kleben und erwarten wohl, dass er so ein bisschen der Redensführer ist. Meine Herren, wer von euch hat die Schlüsselgewalt hier? Die Schlüsselgewalt? Sabine hat die. Was soll ich für euch tun? Nun, eventuell müssen einige der Gefangenen gleich freigelassen werden. Ihr könnt gerne mit zuhören, wenn ihr wünscht. Und damit trete ich vor die Zelle. Lässt ihr die Schlüssel von Sabine geben? Die schaut so ein bisschen ungläubig zu Uktan, zu dir, zu Uktan. Und du merkst, wie sie echt widerlich ist. Sie stinkt, total verschwitzt. Ich meine, alle sind gerade so ein bisschen eklig, aber Sabine ist wohl noch ekliger als alle anderen. Ich rumpfe ein bisschen die Nase, als ich in ihrer Nähe zwangsläufig bin, aber äußere mich diesmal nicht dazu. Sie hat andere Sorgen, denke ich mal. Hört mir zu, ihr Leute! Ihre Exzellenz Priodini hat mit euch ja schon darüber gesprochen, was euch erwarten wird. Ich bin hier, um euch eine faire Chance zu geben. Falls ihr gewillt seid, im Dienste der Zwölfe an unserer Seite in diese Schlacht zu ziehen, will ich mich dafür einsetzen, dass, falls ihr überlebt, begnadigt werdet. Seid ihr gewillt, für uns einzutreten? Oder wollt ihr hier auf euren Untergang warten? Für Praios! Ja, für Praios, für Praios. Habe ich das Gefühl, dass sie es halbwegs ehrlich meinen? Das ist eine Menschenkenntnisprobe. Gegen die 7. In die Box. Ja, die ersten 30 ja und die anderen 20 nein, definitiv nicht. Die würden dir alles erzählen, damit sie herauskommen. Gut, ich pisse auf. Deute dann auf die Person einzeln, denen ich das abkaufe.
Du, ihr kommt mit. Jogdan schaut auch mal so ein bisschen. Senora, Vertraut mir, Jogdan. Ich lächel ihn freundlich an. Si, Senora. Verzieht so ein bisschen die Augen und. Ja. Runzelt seine Stirn. Ja, die 30 Leute treten dann nach und nach raus und nehmen dann Aufstellung. Ja, hinter denen wird sofort wieder abgeschlossen. Und ich gebe den Schlüssel natürlich auch zurück. Herren, dürfen wir endlich in den Feuertod? So die Zwölfe wollen, werdet in diesem Gefecht einen ehrenhaften Tod finden, ja. Meister Ugdan wird dafür sorgen, dass ihr kampftauglich ausgestattet werdet. Ich flüstere dann zu Ugdan und sorge dafür, dass sie auch 3 der Heiltränke mitbekommen. So richtige Waffen, Signora? Ja, richtige Waffen, Ugdan. Sie. Wenn sie kämpfen sollen, sollen sie sich auch verteidigen können. Meister Ugdan wird euch, sobald die Arche anlandet, nach der Hauptstreitmacht am Meeresufer nach Osten führen. Ihr nehmt dort an der Hafenmauer Aufstellung hinter dem letzten Geschütz und wartet dort, bis ich zu euch stoße. Falls ihr die Möglichkeit habt, das Geschütz gegen unsere Feinde zu richten, dann werdet ihr es tun und überlebt, bis ich bei euch bin. Verstanden? Wer ist denn der Feind? Gegen wen ziehen wir denn? Kamortgarde und Rote Legion. Das wird ein sehr ehrenvoller Tod werden. Wir freuen uns darauf. Umso besser. Vertraue darauf, dass ihr euer Bestes geben werdet, Männer. Ugdan, ihr habt mein vollstes Vertrauen, dass ihr sie gut führen werdet. Diesen dreckigen Haufen, Si, Senora, ich werde mein Bestes tun. Gut. Damit trifft dann Romli ihre persönlichen Vorbereitungen und stimmt sich auch mit ihrer Hexenschwester noch ab und bricht dann auch selbst sofort auf, um an Land weitere Aufgaben zu verrichten. Damit marschiert die Arche los. Die Sonne geht auf. Vor euch der riesige dampfende Dschungel. Maraskan. Ab jetzt habt ihr 1 Stunde Zeit. Ich sammle das um meine knappe 9. Sieh zu, dass sie vernünftig angezogen ist. Also, den Umständen entsprechend vernünftig. Klopf sie nochmal, wo alles richtig sitzt. Zieh nochmal ein paar Bändern. So, Miria. Könnte ziemlich haarig werden da draußen. Bleib am besten immer relativ in meiner Nähe und lass dich nicht zu irgendwelchen Heldentaten verleiten. Nein, das überlasse ich dir. Gut. Du hast den Bogen noch? Ja. Wenn du dich irgendwo gut hinstellen und ein paar Pfeile verteilen kannst, dann tu das. Wir müssen dir nichts reinstürmen, was nicht nötig ist. Okay, dann schieße ich mit dem Bogen aus Maraskan, ja? Genau, mit dem. Von der Ausgrabung. Okay. Es nützt nichts, wenn wir dieses 1000 Jahre alte Ding mit uns rumschleppen und aus Furcht es zu zerbrechen nie einsetzen. Dafür ist es nicht da. Ja, okay. Gut. Dann geht's, begebe ich mich unten langsam zur Versammlungsstelle im Hecksteinhaus, ja. Ahmad. Was möchtest du tun, außer dass du dich rüstest, dein Schwert griffbereit legst? Mit welchem Schwert möchtest du den Kampf ziehen? Du hast immerhin 3 Stück. Ich würde, da es gegen die Kamortgarde geht, tatsächlich den Rondra-Kamm wählen. An der Seite hätte ich immer noch mein Säbel.
dessen Namen, warte. Alucam Alea Sifa. Und ja, den anderthalb Händler würde dann wohl mein Knappe Hilal. Nee, nicht mein Knappe. Das ist nicht mein Knappe, das ist mein Sklave. Sagen. Dem würde ich auch sagen, dass, wie alt ist er nochmal? 9 oder 10? Ist er schon alt genug für die erste Schlacht? Das ist deine Entscheidung. Ja, nicht, oder? Das ist deine Entscheidung. Ja, sag ich ihm, er soll, auf dieser Arche bleiben und, ja. Falls irgendjemand kommt, er hat mir oft genug zugesehen, wie man mit diesem Pferd etwas tötet. Und dann würde ich mich, wahrscheinlich die erste halbe Stunde dieser einen Stunde des Ansturms in meiner eigenen Kammer verschließen und meditieren. Den Willen der göttlichen Leuen versuchen zu deuten. Und die andere halbe Stunde würde ich mich dann auch dort unten bei den anderen einfinden. Wie entrückt bist du? Zurzeit 1. Okay. Ich meine also eine 10, glaube ich. Also 1er Erleichterung. Ja, okay, also... du fängst nicht an, rot zu leuchten. Noch nicht, nee. Ephadaios. Du hast den Befehl gegeben, die Schwestern haben gehorcht und du marschierst auf das Festland zu. Ich werde im Kartenraum nach Chiaras suchen. Denrich, seid ihr hier? Er ist aktuell nicht im Kartenraum. Er rüstet sich wahrscheinlich gerade. Dann werde ich runter zu seiner Kabine gehen und einmal klopfen. Denrich! Ja. Guten Tag. Kommt rein. Ah, ich sehe, ihr rüstet euch bereits. Ja, du siehst ihn jetzt in einer durchaus leuchtend verzierten Irian-Rüstung. Sehr rot angemalt. Ich muss gestehen, ich bin von eurem Heldenmut überrascht. Wenn wir den Berichten der edlen Romili trauen dürfen, wird uns dort einiges an Streitmacht erwarten. Nun, ich kann nicht davon sprechen, dass ich sehr begeistert bin, in was ich hier hineingeraten bin. Doch, mein Schicksal bedauern bringt nichts. Es ist nicht das erste Mal, dass ich einer Schlacht entgegensehe. Und es wird auch nicht das letzte Mal sein. Das ist gut zu hören. Das solltet ihr den Männern, die ihr kommandieren werdet, vielleicht sagen. Nun, dass es nicht eure erste Schlacht ist. Das wird ihre Moral sich erheben. Ich bin etwas... Ich muss hier an Bord bleiben. Es gefällt mir gar nicht. Eigentlich sollte ich dort draußen sein mit unseren Männern und unserem Feind zerfetzen. Der Befehlshaber hat leider nicht immer die Wahl, was er zu tun hat. Und manchmal ist es nötig, von hinten zu kommandieren, auch wenn man seinen Leuten dabei zusehen muss, wie sie sterben. Kein schönes Los, aber nötig. Ein Kommandant, der den Überblick behält, ist wichtiger als einer, der heldenhaft in erster Reihe steht und nicht sieht, was rechts und links von ihm passiert. Deswegen bin ich hier, Kiaras. Ich vertraue Yalan voll und ganz, aber nach den Geschehnissen von gestern weiß ich nicht, ob es die Männer noch tun. Heute, dort draußen, werden die Männer zu euch blicken. Ich erwarte und ich hoffe, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen sein werdet. Ich werde mein Bestes geben, selbstverständlich. Und sollten die Männer mir vertrauen, werde ich ihr Vertrauen nicht enttäuschen. Gut. Nun, sollen wir zu den anderen hinunter, bevor die einzelnen Hauptmänner eine Ansprache an ihre Truppen halten, will ich noch einmal das Wort an alle richten. Ja, einen Augenblick. Du siehst, wie ich noch einmal in meine Kiste greife, nochmal so einen großen Mantel heraushole, der deutlich gute Qualität hat, deutlich verziert ist und mich als Mitglied der Schwarzen Armada auszeichnet. Und dann setze ich mir noch einen großen, breiten Federhut auf. Ich muss ja gut aussehen, wenn ich kämpfe. Jetzt können wir. Gut. Dann gehen wir zu den anderen hinunter.
Plätze dort. Haben sich auch schon alle unsere Söldner, oder zumindest die, die nach draußen stürmen sollen, versammelt? Das ist richtig. Das Schiff nimmt so ein bisschen Platz weg, sodass man sich hier dann über mehrere Ebenen, mehrere Räume verteilt hat. Aber alle haben sie jetzt hier Aufstellung genommen. Einzelne Gurte, die noch nachgezogen werden. Du kannst das Quietschen von Stiefeln hören. Und ja, alle stehen sie jetzt hier. Schauen kurz in deine Richtung, nicken dir zu. Grüßen kurz. Ich trete nach vorne, wo die anderen Hauptmänner und die anderen Helden stehen. Vielleicht ist auch Romilly, ich weiß nicht, ist Romilly hier da? Nee, die ist schon losgeflogen. Romilly ist noch nicht losgeflogen. Die wird höchstwahrscheinlich 2 Meilen vor... 2 oder 3 Meilen vorher wird sie losfliegen. Und dadurch, dass ihr 30 Meilen machen müsst, habt ihr da also noch ein bisschen Zeit. Ich vermute, sie wird trotzdem oben sein. Entschuldigung. Männer und Frauen, uns steht der Kampf bevor. Ein grausamer Feind. Und seit gestern bin ich euer Kapitän. Eine Ferdi. Nun, davor werden unsere Feinde nicht vor Angst und Schrecken zu zittern beginnen. Deshalb habe ich meinen alten Namen angenommen. Den Namen, dem ich geboren wurde, meinem zyklopischen Namen. Von diesem Tag an soll ich dieses Schiff kommandieren. Als Archon Typhon. Und nun, macht euch bereit, bevor eure Hauptmänner noch einmal mit euch reden. Dort wird ein Feind sein, der zu allem bereit ist. Und wenn er sich nicht ergibt, wenn er unsere Stärke und unsere Überlegenheit nicht anerkennt, müsst ihr ihn besiegen. Zeigt keine Gnade außer denen, die sie verdienen. Und dann werden wir Helmport im Sturm nehmen. Und dann werde ich meine neue Gabe triggern, um meinen Mund zu verformen. Das Perlenmeer ist auf unserer Seite. Und dann meine Zähne fletschen. Einmal die Probe. Und dann fletsche ich mit meinem Haigebiss den Männern und Frauen entgegen. Wieder einmal werden deine Augen schwarz, dein Kiefer weitet sich ein bisschen und du kannst es laut knacken hören. Auch Chiara ist neben dir, du kannst es knacken hören. Niemand spricht ein einziges Wort. Bei allen 12 Göttern. Ich heb eine Augenbraue. Ja, Alpha Daos dreht sich zu euch um und nickt jedem Einzelnen zu. Mit einem, ja, etwas Schwierigkeiten beim Reden. Das Kommando liegt in eurer Hand. Ich blick mich mal halb nervös, halb panisch im Raum um, versuche irgendwann Ahmads Blick zu fangen und so lautlos die Frage zu stellen, gehört das so? Das ist so, fragt sich Ahmad auch gerade. Ahmad wird nicht zu dir rüber gucken. Ja, also Ahmad... Also du würdest wahrscheinlich sehen, dass Ahmad nicht unbedingt eine gerunzelte Stirn hat, sondern schon eher ein wenig überrascht, wütend schaut. Also sowas kennt er nicht. Sowas hat er auch noch nie gesehen. Also falls der Ephadaios die Schlacht überlebt, dann wird er einige Fragen beantworten müssen. Keras, du siehst, wie die Männer an ihre Waffen gegriffen haben, zurückgewichen sind. Die Moral ist gerade um einen Punkt gefallen. Unter der Führung eines Haiwesens kämpfen. Versuch es rumzureißen. Okay, was sag ich jetzt? Du hast doch eine kleine Rede vorbereitet, oder nicht? Kann dir echt nicht mehr helfen, ich weiß nicht. Ja, aber wie drehe ich das jetzt um? Okay. Die Männer schauen jetzt zu dir. Alle. Männer, Frauen, Brüder, Schwestern, Kameraden. Ja, heute ist ein Tag gekommen, an dem ihr beweisen könnt, dass ihr euren Sold wert seid.
Heute könnt ihr endlich einsetzen, wofür ihr euer ganzes Leben trainiert habt. Heute Nacht werden wir gemeinsam in Borans Hallen speisen, ob im Tod oder im Traum. Dies wird nicht unsere erste Schlacht sein und dies wird auch nicht unsere letzte sein. Wir werden dafür sorgen, dass unsere Namen noch in Generationen in Liedern verkündet werden und dass die Ausgeburten der Niederhöllen vor uns erzittern werden. Ah, es kann nur eine Sünde geben in dieser Schlacht. Verlieren! Und es kann nur eine Glorie für uns geben, die es zu erringen gilt. Gewinnen! Zeigt keine Erbarmen, zeigt keine Reue, zeigt keine Schwäche. Heute ist ein Tag, an dem Helden geschmiedet werden. Für die Zwölfe! Für die Zwölfe! Für die Götter! Hört, hört! Ei, für die Götter! Ja, dann überzeugen gegen die Sieben. Ja. Überzeugen. Ist eine 17 dabei. Ja, keine Erschwernis eingetragen, ne? Genau. Ja. Ja, die Männer schauen dich an. Ja, für die Götter, genau. Für unsere Götter. Für unsere Zwölf. Für Boron. Ja, genau, für Praios. Rondra. Ihr marschiert weiter auf das Festland zu. Derweil oben, nach ungefähr einer halben Stunde, wird sich Romilly vom Deck abstoßen und mit ihrer Schwester gemeinsam auf das Festland zufliegen. Schneller noch als die Arche. Oh ja, und während Aldare nach rechts abdreht und in Anflug auf die Geschütze geht, Romilly in Richtung der Baracken davon. In der Hoffnung, dort weitere Verbündete für uns aufzutun. Moment. So, du hast jetzt hier einmal Aldare, hier oben. Und du bist hier. Aldare macht sich hier rechts rüber auf den Weg. Okay. Die soll dann möglichst... Moment. In der Taste, genau. Hier hinter vorbeifliegen. Jeweils an den Positionen der Geschütze ihre Alchemiker abwerfen lassen. Abwerfen. Nach Möglichkeit hier in dem Bereich zwei Brandbomben fallen lassen. Falls die Truppen zurückstürmen wollen, dass sie erstmal einen Umweg laufen müssen. Und sie soll dann, nachdem die Alchemiker verteilt sind, kurz bevor die Arche ankommt, zum Schiff zurückkehren. Um zum einen Magistra Kohlrab eine Nachricht von mir zu übergeben. Und zum anderen dafür zu sorgen, dass sich die Heiler hier vorne versammeln, um nach Möglichkeit schnell Verwundete versorgen zu können. Auf welche Höhe soll Aldare runtergehen? Nach eigenem Ermessen, was sie denkt, wie sie es am besten ins Ziel bringen kann. Okay. Und sie soll sich nicht unnötig in Gefahr begeben, wenn sie glaubt, das wird zu heiß hier für sie, Rückzug zum Schiff. Du hast ihr was mitgegeben? Für Position 1, 2, 3, 4? Aldare bekommt zweimal das aufgewertete Tränenkraut. Das wird hier vorne untergebracht. Einmal Stinktöpfchen für hier und einmal Schwadenbeutel. Und du möchtest derweil hier langfliegen und die Baracken hier dann... Genau. Dann bitte eine Fliegenprobe, sie ist erleichtert um 3. Ich? Dann machen wir die gleiche Probe einmal für Aldare. Das sieht gut aus. Elende 20 hin. Haben wir geschafft. Aber du kommst an. Komm an, zum Glück. Ich? So, wenn die Wachen ungefähr auch da stehen, wo sie auf der Karte abgestellt sind, werde ich versuchen, dort zu landen. Und wirke meinen Zauber.